Ruhe inside the piano hat sich über längere Zeit entwickelt. Und es ist eine Performance, die als dramaturgische Reise gedacht ist. Die Idee ist natürlich auch die, eine Hommage an die Klavierliteratur von Kuba. Und das live gestaltet mit künstlerischen Elementen wie Tanz, Poesie, Theater, Gesang. Meine Herkunft ist in Havanna, in Kuba. In Berlin kam ich, weil die Musik, was ich für lange Zeit immer studiert hatte, kam ursprünglich aus Europa. Und ich soll hier kommen und so wirklich direkt in der Brunnen, ne, von dieser Musik absorbieren. Aber gleichzeitig kommt eine unheimlich Heimweh. Ne? Und das ist in meiner Arbeit als Musiker etwas, was ich in diese recherchieren, ne, und wo ich mehr und mehr die Motivation und Notwendigkeit habe, meine Herkunft, ne, nahe zu bringen. Und ja, als Mensch in dieser Welt auch meine Dualität, ne? Als Kubaner und heutzutage Berliner in ein Projekt zu bringen. Ich glaube, das Klavier ist eine von den Instrumenten, die am meisten eine Reichheit, ne, in der Tradition in Kuba erkennen kann. Es ist nicht nur, weil wir in den letzten Jahrzehnten wunderbare, ne, Improvisers und Jazzmusiker auf die Welt exportiert haben, sondern auch gibt es auch seit langer Zeit eine sehr lange Tradition von Komponisten und Autoren, die, ich sage mal so, magische Art und Weise unsere Entwicklung als Volk erzählt haben über die Musik. Zum Beispiel ein Stück, was ich nenne Rumbeando, und das heißt so Rumba machen, Rumba spielen. Da geht es um dieses rhythmische Element, was normalerweise beim Schlagzeuginstrument, ne, gemacht wird. Das wird dann übersetzt am Klavier. Und das Klavier sozusagen übernimmt diese rhythmischen Sachen. Und es ist letztendlich auch ein Schlagzeuginstrument, das Klavier.
Vielleicht gibt es andere Meinungen, aber hat diese Möglichkeiten, so lyrisch wie es sein kann, aber auch gleichzeitig so viel zu Erde. Deswegen glaube ich, ist auch gerade ein Instrument, wo alles verpackt ist. Hinter diesem Projekt sind Leute wie mein guter Freund Fiete Wolf involviert, Arturo Martinez, einer der schönsten Rumberos, die ich je getroffen habe, Judith De Haas, eine talentierte Geigerin aus Holland, aus Deutschland eine Friederike Anholt, eine Cellistin, die ein wunderbaren Sound und sehr viel Inspiration hat. Also aus Spanien, aus Kuba auch Laura Perez, Bebito, italienische auch. so ist eine sehr internationale Besetzung. Und das macht alles total inspirierend. Thank you.